Willkommen bei dieser Motorradtour in Montenegro. Heute geht es in den Lovče Nationalpark. Dort auf der Bergspitze befindet sich das höchstgelegene Mausoleum in Montenegro. Vom Kontor aus bis zum Mausoleum sind es 35 Kilometer. Das hier links ist eine Abkürzung zu den Serpentinen von Kotor. Diese Abkürzung ist jedoch extrem steil und hat sehr enge Kehren. Jetzt geht es zu den Serpentinen von Kotor. Thank you.
Alpen Alpha Zoom. Sag mal, was ist denn das? Sicher. Das sind Fischer. Das sind Mücken, das ist so schnell. Nein, ich glaube, das sind Mückenstaub. Sicher, ja. Hier kann man dann zum Mausoleum hochwandern. Gab es Millionen von kleinen Fliegen, man konnte fast nicht atmen. Kommen, bevor sie fliehen. Und stärker das blinde Fliegen gebraucht. Wahnsinn. Aber da ist wenigstens nicht mehr ganz so arg. Da kannst du mir das Mund aufmachen. Ja, die Fliegen aus Deutschland, die kommen, glaube ich, alle von uns. Da bieten 100.000 Leichen drauf. Gibt es das? Ja.
auch nicht putzen, und wir sind auch fertig. Aber jetzt haben sie aufgehört. Jetzt haben sie aufgehört, oder? Ja, jetzt warten wir aber. Hier geht es nun rechts von der Hauptstraße weg auf eine kleine einspurige Fahrbahn. Auf dem ersten Teil der Strecke wird gerade eine neue Straße gebaut. Bei einem weiteren Besuch 3 Monate später waren Teile dieser Straße nicht mehr vorhanden. Was ist leicht? Ja, eigentlich hätten wir da gerade fahren sollen.
Sag jetzt. So weit. Hier auf der rechten Seite kann man die Überreste von alten Militäranlagen besichtigen. Hier kann man entweder geradeaus fahren über die alte Straße nach Rizan oder über die Hauptstraße. Sind wir wieder an der Bucht von Kotor. Thank you.
herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns über ein Abo freuen oder einen Daumen hoch. Den Track zu dieser Motorradtour findest du in der Videobeschreibung unten.